Seit Beginn dieser Legislaturperiode arbeite ich im Europäischen Parlament im ITRE-Ausschuss. ITRE heißt Ausschuss für Industrie, Telekommunikation, Forschung und Energie. Warum mache ich das? Ich denke, dass die digitale Agenda, Telekommunikation und die industrielle Entwicklung nicht nur für Europa, sondern auch für Sachsen ganz wichtige Themen sind. Und deswegen beschäftige ich mich damit sehr intensiv zurzeit. Wir machen damit durchaus in diesem Rahmen auch Gesetzgebung für die Verbraucherinnen und Verbraucher, eben auch in Sachsen zu Hause, beispielsweise die Aufhebung der Roaminggebühren, dass man sich also frei bewegen kann, ohne zusätzliche Kosten für Datenbewegung bezahlen zu müssen. Dieses Gesetz tritt im Juni nächsten Jahres in Kraft. Das ist ein Teil der Arbeit, die ich in den vergangenen Monaten hier gemacht habe. Aber ich denke, insbesondere ist es auch wichtig zu gucken, wie kann der Freistaat Sachsen sich in einer angemessenen Geschwindigkeit auch entwickeln, was digitale Agenda betrifft. Wir sprechen über Industrie 4.0, aber wir müssen eben dafür auch die entsprechende Infrastruktur schaffen. Der Ausbau von Glasfaser, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten, ist enorm wichtig. Und ich freue mich sehr über die Initiative der Kommission, jetzt gerade für kleinere Städte und Gemeinden 120 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um in öffentlichen Bereichen WLAN zugänglich zu machen. Das sind Dinge, die wir voranbringen hier, und die sind die Voraussetzung dafür, dass es eben neue Technologien gibt, dass es neue Ideen gibt für Unternehmen, neue Marktangebote gibt. Das zu begleiten und das auch mit einem legislativen Rahmen zu begleichen, das machen wir im Industrieausschuss. Nicht ganz unwichtig, vielleicht ein bisschen überraschend, ist auch die Zuständigkeit für Weltraumpolitik, die ich auch in diesem Ausschuss habe für meine Fraktion. Und da gehört eben beispielsweise dazu, dass Galileo finanziert werden muss, weiterentwickelt werden muss, um wirklich ein eigenes Angebot gegenüber GPS-Daten zu haben, was ein europäisches Projekt ist. Und das ist auch eine der Aufgaben, die ich hier im Industrieausschuss begleite.